Mit der Funktion Point Projection kann man in Pinpoint Punktwolkenschnitte erstellen. Dabei können 2D-Punktwolkenansichten generiert werden oder Polylinien extrahiert werden. Oder Orthofotos erstellt werden. Nach Aktivierung der Funktion Point Projection wählen wir zunächst eine Basisebene aus. Das kann zum Beispiel die Bodenebene sein oder eine der Koordinatenachsen. Wir können auch direkt eine Ebene in dem Modell picken, zum Beispiel die Wandebene. Hier wählen wir einmal die Bodenebene. Ausgehend von dieser Basisebene definieren wir nun eine untere und eine obere Versatzebene, die die zu projizierenden Punkte umschließen. Alternativ kann der Versatz der unteren und oberen Ebene auch präzise definiert werden, indem man einfach den Versatz hier 1 und 1 Meter und 10 eingibt und mit Enter bestätigt. Unten rechts wird der eingegebene Wert angezeigt. Im darauffolgenden Dialog kann der Punktwolkenschnitt nun konfiguriert werden. Es besteht die Möglichkeit, die Punkte direkt zu projizieren, 2D-Point-Samples, sie zu Polylinien zu verbinden, 2D-Lines, oder eine orthografische Ansicht des gewählten Bereichs zu erstellen, Orthofoto. Alle Schnitte können auf eine der drei Ebenen, das heißt auf die Basisebene oder die untere oder obere Versatzebene, projiziert werden. Wird der Schnitt später im 3D ausgegeben, erscheinen sie an der entsprechenden Höhe. Für einfache 2D-Pläne verwendet man in der Regel die Basisebene. Bleiben wir hier beim einfachen Punktwolkenschnitt. Bei diesem kann man noch die Auflösung definieren, sofern auch der Originalscan, den Pinpoint im Hintergrund verwendet, die entsprechende Auflösung hatte. Mit OK wird der Punktwolkenschnitt berechnet. Wie man sieht, tasten die projizierten Punkte sehr regelmäßig die Kontur der Wände in der gewünschten Rate von etwa einem Punkt alle 5 mm ab. Auf die gleiche Weise lässt sich auch ein Schnitt erzeugen, bei dem der Verlauf der Punkte durch Linien rekonstruiert wird. Die dabei entstehenden Zusammenhangskomponenten lassen sich in vielen CAD-Programmen importieren und sind oft leichter zu handhaben als eine Menge von unzusammenhängenden Punkten. Im letzten Beispiel erstellen wir ein Orthofoto, indem wir den Bereich minus 10 cm unterhalb des Bodens und 10 cm oberhalb des Bodens auf den Boden projizieren. Beim Orthofoto lässt sich die Auflösung in Pixel pro Meter angeben. Hier ist ein Pixel also in etwa 3 mm breit wie hoch. Schnitte erscheinen als 2D-Sketches in der Baumansicht und können über den Button mit dem Speichern-Symbol exportiert werden. In der Regel verwendet man als Format DXF. Es lassen sich noch einige zusätzliche Optionen für den Export einstellen. Punkte können als 2D-Schnitt mit X- und Y-Koordinaten gespeichert werden oder im 3D mit X, Y und Z. Im 3D ist das Bezugskoordinatensystem entweder das der Punktwolke oder das, was der User zuvor definiert hat. Weitere Optionen sind hier die Einheit der Länge, die entweder Meter oder Millimeter sein kann, und ob Punkte als Kreuze visualisiert werden sollen, die im CAD-Programm manchmal besser zu erkennen sind. Hier wird der Punktwolkenschnitt einfach als 2D-Schnitt mit der Standardeinheit Meter gespeichert. Im CAD sieht das Ganze dann wie folgt aus.